Ich habe eine unglaubliche Wut auf die Politik, die immer nur rumredet, ich mache hier keine Parteipolitik, aber die immer nur rumredet, die hätten Anfang der 90er Jahre, wenn die das Problem verstanden hätten, 100 Millionen Menschen weltweit jedes Jahr zusätzlich auf der Erde, dann hätten die mit relativ wenig finanziellen Mitteln das alles verhindern können. Für mich war die Therapie, die ging über 10 Jahre, extrem wichtig, weil ich dadurch gelernt habe, dass gemeinsam das Leben viel schöner ist als alleine. Ja? Dass man seine eigenen Interessen vertritt, aber auch die Interessen anderer und da eine ganz gute Balance findet. Denn spüren das andere Menschen und dann fühlen sich andere Menschen auch mit ihrem Chef oder mit ihrem Freund wohl, wenn sie diese Balance wahrnehmen. Also die Hannover Finanz, die bestand ja damals erst ein paar Monate. Hintergrund war, ich war auch misstrauisch und vorsichtig, weil ich war immer Alleineigentümer. Aber in diesem Fall war es für mich kein Problem, weil ich war schon über viele Jahre mit der Familie Bingemer in Hannover befreundet. Und das war ein ganz enger Freund von mir. Und der sagte eines Tages, ja, Sie wollen eine Beteiligungsgesellschaft gründen. Und ich war dann, glaube ich, der Erste oder Zweite, der mit 10%, dann, also die beteiligten sich mit 10% an meiner Firma. Und da habe ich die Hannover Finanz nicht als jemand erlebt, der bei mir in die Firma reinredet, sondern das war beratend. Herr Rossmann, ich sage das einfach mal so, ist ein Unternehmer, der viele Dinge einfach macht und ausprobiert. Und wenn man mal irgendwie an der Universität war und gelernt hat, wie toll es ist, akademisch zu denken, dann vergisst man das oft, dass man die Dinge einfach machen muss. Und ich erinnere mich an viele Diskussionen, wo wir hin und her diskutiert haben, nehmen wir eine neue Produktgruppe auf oder nicht. Und die haben gesagt, redet weiter, gebt mir ein Verkaufsgebiet und eine Seite in unserem Werbeblättchen und dann probieren wir es aus. Am Ende aller Tage reden wir alle über Geld und Kapital und Renditen, aber Vertrauen und das Miteinander von Menschen ist eigentlich das Wichtigste. Schlecke hatte in den letzten Jahren noch einen monatlichen Durchschnittsumsatz von 20.000 Euro. Bei DM und bei Rossmann liegen die durchschnittlichen Umsätze eines Ladens im Schnitt so bei rund dicker Daumen 300.000 Euro. Das heißt, mit 20.000 Euro die Ladenmiete zu bezahlen, die Logistik zu bezahlen, die Mitarbeiter, es ging alles nicht. Und dann hat Schlecke auch Zigaretten verkauft und andere Artikel, wo man teilweise nur 7% Marge hat. Das Konzept ging nicht. Dazu kam, dass Wietzendorf ist ein kleines Heidedorf, so mit 2000 Einwohnern, da hatte Schlecker einen Laden, ja, wo ist das Problem? Aber als ich eines Tages sah, dass der in Wietzendorf einen zweiten Laden aufgemacht hat, da habe ich mir gedacht, also hier stimmt doch was nicht. Also Frau Hinrichs, es geht nicht nur darum, dass die Familie zusammenhält und die Mitarbeiter motiviert sind. Das Geschäftskonzept muss auch stimmig sein und muss auch Sinn machen. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es völlig egal, bei wem Sie sich Geld holen und welche Beteiligung Sie eingehen. Nein, Ihr Konzept müssen Sie immer wieder neu durchdenken, muss immer wieder modernisiert werden, vielleicht auch verändert werden. Wir haben Ende der 90er Jahre unser Konzept radikal verändert. Also ich glaube, wir haben in Deutschland unverändert einen ganz breiten Mittelstand mit Familienunternehmern, die versuchen, ihr Unternehmen für Dekaden zu entwickeln, die in Generationen denken. Und das ist eine unserer Stärken. Private Equity muss da eine Antwort finden. Und ich denke eben, wenn Private Equity erfolgreich sein will, müssen sie ihre Geschäftskonzepte an solche Unternehmer anpassen. Das heißt, längerfristiger denken, partnerschaftlicher denken.